Du, ein Herzchen ist, das sag ich dir. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Och, eifersüchtig ich? Nie. Sag mal, wann können wir uns denn endlich ungestört sprechen? Ach hier, bei der Ruine, ja? Die sind ja zu überlaufen. Ich komme auf dein Zimmer. Bist du wahnsinnig? Nein, verliebt. Das ist dasselbe. Seien Sie doch still! Rosa, was ist da? Ist es Ihnen nicht gut? Doch, sehr. Ich habe nur so aufregend geträumt. Aufregend träumt? Das hört sich nicht. Träumen Sie wenigstens ein bisschen leiser, ja? Die Nacht, Rosa. Gute Nacht! Otto! Du fällst höchstens in den Misthaufen. Also los, komm schon weg. Ach, Susanne. Diese Heimlichkeit macht mich noch ganz elend. Wenn das so weitergeht, werde ich bestimmt noch schwermütig. Glaubst du, ich fühle mich wohl dabei? Dauernd habe ich Herzklopfen. Herzklopfen? Stimmt. Aber wie? Sehr gefährlich, mein Fräulein. Sie müssen unbedingt etwas für Ihr Herz tun. Was empfehlen Sie, Herr Doktor? Tja, 7 Küsse mindestens 14 Mal täglich. Bitte. Wenn wir doch nur erst wieder daheim wären. Bei Mutter Krause. Hm? Ganz allein für uns. Uns niemand stört. Ich kann schon gar nicht mehr daran glauben, dass ich dich einmal ganz für mich haben soll. Es ist doch alles nur durch diesen dummen Zufall so kompliziert geworden. Warte mal, ich wollte dir was zeigen. Schau mal, das habe ich beim Aufräumen gefunden. Aber das ist ja mein... Dein Vater. Ich habe es an der Widmung gesehen. Ja, was bedeutet denn das? Dass meine Mutter auch schon einen Schulenburg geliebt hat. Glaubst du? Ich kann es verstehen. Das macht alles noch viel schwieriger. Eben. Zwischen ihnen muss irgendwas gewesen sein. Anscheinend. Du, Werner, kannst du nicht doch vielleicht mit deinem Vater sprechen? Susanne, alles kannst du von mir verlangen, nur das nicht. Dickkopf. Du bist doch nicht böse. Mir wird bestimmt schon etwas anderes einfallen. Hauptsache ist doch, wir lieben uns. Liebst du mich wirklich? Ja. Dann ist alles gut. Ich glaube, bei Susanne ist ein Mann im Zimmer. Oh, das ist ja Quatsch. Doch, bestimmt. Ich weiß es ganz genau. Sicher ist es Jack, so eine Gemeinheit. Du da draußen. Ja, schnell weg. Ja. Ich sag doch, das ist Quatsch. Geh nur rein, dann wirst du es schon sehen. Ich werde einen Däubel tun. Marsch ins Bett. Aber Hannes... Mach, dass du ins Bett kommst. Träum von einem amerikanischen Jack. Sie? Ja, so ist es. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ist das Redendes draußen? Nein. Dafür wird es hier gleich nicht weitergehen. Otto, ich habe mich sehr in Ihnen getäuscht. Das hier hört sich nicht. Hannes, ich glaube, ich muss Ihnen etwas erzählen. Und hoffentlich täusche ich mich dabei nicht in Ihnen. Katrin, was ist denn los? Aha, du schläfst nicht. Wo ist er? Ja, wer denn? Jack! Hast du den Verstand verloren? Aber ich habe mich doch gehört. Spatz, mach dich doch nicht lächerlich.
bin doch so lieb. Ich nehme ihn dir bestimmt nicht weg. Nein, komm mal her. Wenn du mir versprichst, dass du keinem Menschen auf der Welt etwas davon sagst, erzähle ich dir was. Das ist eine böse Geschichte, Herr Schulenburg. Aber nicht, was Sie verraten uns nicht. Wofür halten Sie mich denn, junger Freund? Das ist doch Ehrensache. Hey! Hallo! 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 Hier stecken Sie also. Und ich warte seit gestern auf Ihren Besuch. Bin leider sehr beschäftigt. Der Frack steht Ihnen aber glänzend. Sieht aus wie von Ihnen gemalt. Und wie gefällt Ihnen mein neuester Badeanzug? Läuft der im Wasser noch ein? Überzeugen Sie sich doch davon. Ich gehe gleich da unten baden, kommen Sie doch mit. Glücklich herein. Leider habe ich Dienst. Schade. Sie werden es bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Hilfe! 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 Was ist denn passiert? Hat sie einen Schellfisch gebissen? Ich habe mir den Fuß verknackst. Lassen Sie mal sehen. Au, das tut weh. Ah! Hier auch noch? Nein, hier nicht mehr so sehr. Ah, ja, 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 da. Ach, spinnen Sie sich doch nicht so auf. Grob sind Sie bereits wie ein alter Medizinalrat. Ich kann Sie doch nicht streicheln. Warum nicht? Dann spüre ich nichts. Ich schon. Ich meine es natürlich nur anatomisch. Aha. Tja, der Fuß ist nicht gebrochen. Nein? Ich werde Ihnen oben in der Linde einen Umschlag machen. Ja, und wie komme ich da hinauf? Ich werde Sie tragen. Oh ja, bitte. Ich bin ja so froh. Aber du weißt... Psst. Ja, ja. Psst. Wo ist eigentlich Werner? Ich meine Otto. Vielleicht lebt er noch. Das scheint mir nicht so. Werner, was ist denn los? Ein kleiner Unfall. So. Mhm. Da, Susanne, Katrin, da, Kitty. Es tut mir so leid, dass ich euren Kellner bemühen musste. Das hat er sicher gern getan, nicht? Mhm. Fist. Wollen Sie die Dame nicht lieber absetzen? Ja, natürlich. Für einen Stuhl zum Beispiel. Au. Oh. Ich brauche schnell kaltes Wasser und einige Servietten. Das könntest du schnell holen. Nun los, geh schon. Na ja. Man sollte am besten einen Arzt rufen. Nein, ist doch nicht nötig. Euer Kellner ist ja ein zweiter Sauerbruch. Er behandelt mich großartig. Dann werde ich ihm gut anrufen, damit sich jemand abholt. Och, das dauert ja viel zu lange. Können Sie mich nicht rasch nach Hause fahren, ja? Eigentlich hat er zu tun. Ja, das kann ja nicht so wichtig sein, dass... Au! Sie muss wirklich so rasch wie möglich in Ruhestellung gebracht werden. Also los, fahren Sie schon, aber kommen Sie bald wieder. Sie müssen Kartoffeln schälen. Dankeschön. Kommen Sie, legen Sie Ihre Arme um meinen Hals. Nicht ja, nötig, ich fasse mit an. Ja. Ah. Jack, warten Sie mal einen Augenblick. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, well, how about that? Was denn? Ein Geheimnis. Aber Sie dürfen es keinem Menschen auf der Welt weitersagen. Na, da bin ich aber sehr neugierig. Vorsicht. Danke, es geht schon. Ja, und Ihr Fuß? Da staunen Sie selbst, was für ein guter Arzt Sie sind, was? Er tut überhaupt nicht mehr weh. Ach, so ist das. Mhm. Dann kann ich ja gleich wieder umkehren. Aber nein, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Sie sollen mir noch helfen. Schon wieder? Ja, ich werde ein paar Bilder auf eine Ausstellung schicken und die sollen Sie mit mir aussuchen. Wissen Sie, ich verstehe von Malerei so viel wie ein Säugling von Wesen der Altersversorgung. Aber das gibt's ja nicht. Ja, ja. Lassen Sie sich doch von meinem Freund Junghans beraten. Er ist ein ausgesprochen musischer Mensch. Ansichtssache. Damn it, so ein Pech. Da bin ich nun 3000 Miles overseas gereist. Und meine Braut ist schon verlobt. Es gibt ja auch noch andere Mädchen im Rhein. Oh, I hope so. Sag mal, hat sie außer dir nicht noch eine Schwester? Nein. Wiedersehen. Schwesterchen! Susi! Herzlich willkommen! Katrin! Ja, Spatz! Mein Gott, bist du gewachsen!
halt mal mein Grammophon, aber vorsichtig, ja? Darf ich vorstellen? Mr. Jack Drexler, meine Schwester Sabine. Oh, am I glad to meet you. Thanks. Sie entschuldigen? Aber bitte? Bitte? Oh, die sind ja herrlich. Aber waren die nicht für jemand anderen bestimmt? Hm, das macht nichts. Ich kann's verstehen. Reisen Sie immer mit Musik? Mhm. Und das war die Studentenkapelle, in der ich mitwirke. Oh, auf welchem Instrument wirken Sie? Ich wirke mit Gesang. Sie sind Sängerin? Ja, aber nur in meiner Freizeit. Sonst studiere ich Geige. Susi, stell dir vor, wir haben für die Ferien einen Job hier ganz in der Nähe. Doch nicht etwa im Palasthotel. Ja, ganz richtig. Das ist ganz ausgeschlossen. Aber wieso denn? Die Leute sind Muttis ärgste Konkurrenz. Sie würde sehr unglücklich sein. Ja, aber ich kann die Jungs doch jetzt nicht im Stich lassen. Vielleicht kann ich helfen. Wir werden machen einen Schwund. Einen was? Sie meinen einen Schwindel? Yes, einen Schwindel. Ich werde kommen, Sie abholen und wir werden verschwindeln. Gestatten Sie, möchten Sie tanzen? Oh, das kann Sabinchen besser. Möchten Sie tanzen? Bitte. Lieber nicht. Ich habe heute zufällig meine beste Hose an. Vorsicht, die Farbe ist noch nicht trocken. Das macht doch nichts. Ich kann mir doch hinterher die Hände waschen. Sie haben wohl überhaupt kein Verhältnis zur Kunst, hm? Ja, zu dieser da nicht. Ihre Primitivität hat etwas Erschütterndes. Aber Sie können sich auf den Kopf stellen, das ist nun mal die Kunst der Zukunft. Ich bin zwar Pessimist, aber so grauenhaft habe ich mir die Zukunft gar nicht vorgestellt. Sagen Sie mal, was soll eigentlich so ein Kunstwerk kosten, hm? Meine Bilder sind unverkäuflich. Gut, dass Sie das selber einsehen. Sie sind wirklich ein grässlicher Mensch. Sie wiederholen sich. Nicht mehr lange. Es gibt ja Gott sei Dank noch nette junge Männer, nicht? Zum Beispiel Ihren Freund Werner. So. Ja, hallo? Ist da Frau Hübner selbst? Ja, hier ist Kitty Drexler. Frau Hübner, ich hätte eine große Bitte an Sie. Wir haben heute eine Abendgesellschaft und unser Diener ist krank. Wäre es vielleicht möglich, dass Sie uns Ihren Hilfskellner ausleihen könnten? Ja, das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und bitte sagen Sie ihm doch, seinen Frack, den braucht er nicht mitzubringen. Danke. Ich will ihn nämlich mal. Der Ärmste, hoffentlich übersteht er das. Wie ist Fräulein Günschen? Ah, Franz. Erstens, wenn man Sie fragen sollte, Sie haben Magenkrämpfe, verstanden? Sehr wohl. Ich habe Magenkrämpfe. Zweitens, decken Sie hier gleich den Tisch für zwei Personen. Dann stellen Sie Sekt kalt und alles, was dazugehört. Hummer, Kaviar, Sie wissen schon. Sehr wohl, liebes Fräulein. Ich weiß. Hoffentlich bekommt der Hilfskellner auch Magenkrämpfe. Sie gönnen es ihm wohl nicht. Den Hummer schon. Aber Mutti, wir können doch Otto gar nicht entbehren. Aber Susannchen ist ja sowieso fast gar kein Gast da. Beeilen Sie sich, Otto. Ja. Muss das wirklich sein? Ich hab dich wahrhaftig nicht herkommen lassen, damit du für dieses Fräulein Kitty Drexler die kalte Mamsell spielst. Ich denke, du bist nicht eifersüchtig. Doch. Wenn ihre Abendgesellschaft so echt ist wie ihr verknackster Fuß... Dann komme ich natürlich sofort zurück. Und darf ich wirklich nicht mit? No, heute nicht. Später, Katrin, später. Später. Immer später. Ich möchte dich etwas fragen. Ja, mein Schätzchen, was ist denn? Was war dieser Schulenburg für ein Mensch? Susanne, ich möchte doch... Ich weiß, doch... Mutti, er hat dir großen Kummer bereitet, aber das ist es doch nicht allein. Man muss nicht alles wissen, Susanne. Ich habe ein Bild gefunden von dir und ihm. Ach so. Ja, Susanne.
Er hat mir einmal sehr nahe gestanden. Er war in dem Kreis von uns jungen Leuten der einzig Überlegene. Er war viel gereist, er wusste viel mehr vom Leben als ich. Es imponierte mir sehr. Ich war verliebt in ihn, aber er auch in mich. Wir haben uns sogar verlobt, wollten heiraten. Und dann ließ er mich sitzen. Ach. Seine Karriere war ihm wichtiger. Später lernte ich dann euren Vater kennen. Und ich war sehr glücklich mit ihm. Jetzt weißt du es, mein Schätzchen. Dieser Schulenburg. Diese Männer sind doch was Grässliches. Oh, du nicht alle. Und siehst du, darum möchte ich auch nicht, dass ihr so früh heiratet. Man muss doch diese Männer erst mal richtig kennenlernen. Ja. Fräulein Drechsler lässt bitten. Dankeschön. Sagen Sie, fehlt Ihnen etwas? Ich habe Magenkrämpfe, mein Herr. Ja, dann müssen Sie sich lang hinlegen und ein Heizkissen nehmen. Wo treten denn die Krämpfe auf? Das weiß ich nicht. Was, das wissen Sie nicht? Nein, das gnädige Fräulein meinte, ich hätte Magenkrämpfe. Somit habe ich Magenkrämpfe. Das gnädige Fräulein hat aber nicht gesagt, wo die Magenkrämpfe auftreten. Somit kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Also so ist das. Das gnädige Fräulein wird sogleich erscheinen. Vielleicht fragen der Herr das gnädige Fräulein selbst. Dankeschön.